die Spreewaldfahrt ist lustig, eine Spreewaldfahrt ist schön. Ja, da kann man hübsche Mädchen mit den Schwisterdrachen sehen. Heulei, heulei. Willkommen in Brandenburg. Etwa eine Stunde außerhalb von Berlin bin ich jetzt im Spreewald. Ewald, Ewald, komm, wir fahren in Spreewald. Ewald, Ewald, komm, wir fahren bei Lukan. Du bringst Pullen, Mutter macht uns Stullen. Ewald, Ewald, komm, wir fahren. Ich wohne im Spreewalddorf Lede, und zwar genau in der Hotelanlage Starrig. Und hier oben ist mein Zimmer, oder besser gesagt, meine Suite, die Nummer 24. Hallo, schönen guten Tag. Was machen Sie denn hier genau? Ja, ich biete hier eine Heukahnfahrt an. Und normalerweise sind die Kahnfahrten ja mit Bänken und Tischen auf dem Kahn, und bei mir liegt eben das frische Heu drin, und dann können Sie sich ins Heu reinlegen und dann machen wir eine schöne Kahnfahrt. Und wie lange dauert das so eine Kahn? Nur die Tour dauert ungefähr 2 Stunden. So sieht das dann aus. Meine Fahrt im Heukahn. Riecht himmlisch und ist irgendwie so komisch. Heu auf dem Wasser. Ja. Wird aber auch hier mit dem Kahn transportiert. Die meisten Wiesen sind ja draußen im Spreewald, dann muss das Heu mit dem Kahn ran. Ah, dann ist es nicht extra eine Touristensache, sondern was? Das wird auch noch natürlich so gemacht. Ja, wir machen jetzt so eine kleine Tour, schön durch die Natur, durch ein ganzes Stückchen durchs Dorf dann nachher auch noch. Mhm. Durch Spreewald auf Lede. Ja, das ist hier eine einzigartige Landschaft in Europa. Gibt es kein zweites Mal, zumindest nicht in diesem Ausmaße, wie wir sie hier haben. Hier rund 28.000 Hektar, hier Spreewald. Ja, und hier gibt es rund 300 befahrbare Wasserarme mit einer Gesamtlänge von über 500 Kilometer. Im Spreewald kann man per Boot, per Fahrrad oder natürlich auch zu Fuß unterwegs sein. Und damit das auch ein bisschen spannender wird, mache ich jetzt eine Führung mit Peter Lehmann, der mir den sagenhaften Spreewald erklärt. Mein Name ist der Herr Lehmann, ich möchte Sie in die Sagenwelt entführen. Vielleicht werden wir einige Figuren treffen. Ansonsten erzähle ich Ihnen etwas über die Sagen. Wir haben am Anfang hier ein wunderschönes Feld zu pflügen. Und da wollen wir mal beginnen. Und schön die Furchen gerade hoch und gerade wieder runter. So, nun beginnt der Hüpfe nochmal. Wollt ihr endlich mal laufen? Lauf, ihr Banne! Oh, oh, noch nicht so schnell! Aus der Fünf bleibt stehen! Überall Furchen, überall sieht aus, als ob die einfällt. Eieieiei. Furchen füllen sich mit dem Wasser der Spree. Überall Wasser der Spree. Da fällt mir glatt was ein. Ich pflanze auf den Inseln Bäume. Man kann sich das hier verbinden. Die Spree und der Wald hören sich vereint. Und dann nenne ich die gesamte Region hier unten Spreewald. Und so kommen wir zu unserem Namen.